Und da sind wir bei einer weiteren C-Fan-Mission, Lord Mad, in der wir allerlei, ja, Zeugs machen müssen. Vor allem Tötungen, was eigentlich nicht so mein Stil ist, aber ist egal. Wir sollen auf jeden Fall 20.000 Loot zusammensammeln, was ziemlich viel Schotter ist. Und davon müssen es 8.000 in Gold sein, 7.000 in Edelsteine und 5.000 also an Waren. Dann sollen wir die, Rezept stehlen, glaube ich. The last time we got our favorite sword. Wir müssen unser Schwert wiederbekommen. Lord Mad has carried on the work of Karas. Lord Mad soll mir umbringen. Und Lord Mad has been trained his new field, Prince Mikus. Mikus will carry on the sick work of Karas. Den müssen wir auch erledigen, quasi mundtot machen. Use the electricity for his evil experiments. Kill the power from the generators. Und wenn ich fertig bin, the hammers will take it from there. Was? Achso, soll ich zum Startpunkt zurückkehren? Ändert sich nichts auf den Schwierigkeitsgrad? Schauen wir mal rein. Auf jeden Fall eine Assassin-Mission. Hier ist nochmal alles kurz und knapp. Die Generatoren ausschalten, Prinz Mikus, Lord Mad erledigen, mein Schwert finden und Karas Saft finden. Was? Das habe ich vorhin völlig überlesen, anscheinend. Achso, haben wir eine Karte. Oh, wieder so eine klassische. Ach du Scheiße. Das war einfach. Warning. This sword belongs to the thief garret. Warum wird das dann aber hier so reingepackt und man kommt hier überall rein und raus? Das macht keinen Sinn. Okay, haben wir hier vielleicht schon den Generator? Okay, so komme ich nicht rein. Jetzt muss ich einen anderen Weg finden. Und das muss anscheinend die City sein. Ganz schön viele Wachen. Garrett, pull the switch at 11 o'clock exactly. You must immediately run down the wood platform and put on the light switches to light your way. We will start the attacks then. Oh, gibt's jetzt einen Krieg? Oh, jetzt hab ich's ja zugemacht. Abgeschlossen. Oh nein, ich habe auch nicht gespeichert. Ah, okay, nochmal. Viel haben wir nicht gemacht. Ehrlich gesagt habe ich ja wirklich gar nichts gemacht. Groß außer unsere Sachen sammeln. Okay, also wir sollen das Ding aktivieren. Dahin ist ein Anwesen. Safe. Ich kann mir nicht mal einen Kaffee kochen. Die ganzen Tore sind offen. Gibt es jetzt einen Krieg? Oh. Billy Clinton, exklusiv Goods. Also ich hätte jetzt nicht unbedingt die... Ich brauche jetzt unbedingt keine Hamaritenarmee. Ich wäre da, glaube ich, auch so reingekommen. Ich guck erstmal, was hier drin ist. Oh. Übertrieben viel Loot. Na gut, wenn man so viel in das Level packt, dann ist es auch kein Problem mehr. Okay, Moment. Ist das vielleicht unser Prinzchen? Nein. Was war das für ein Geräusch? Steht er jetzt auf oder schläft er weiter? Ich lasse mal lieber pennen. Irgendwas? Hat
Na, die ganzen Möbel hier hinstellen. Ach so, ich wäre hier auch reingekommen, okay. Geh zu. Oh. Okay, irgendwas habe ich jetzt. Ich habe eine Turbine ausgemacht. Ja, die bekämpfen sich. Habe ich eigentlich Seilpfeile? Ja. Tolle, eine tolle Armee ist das. Ah, warte mal, neu starten. Wir machen das noch nicht. Ich glaube, das... Oh, doppelt erledigt. Ist dort jemand? Wir finden schon Alarm. Okay, vielleicht ist das hier unser Prinzchen. War er nicht. Komme ich hier rein, ohne gesehen zu werden? Tut mir nicht weh. Hilfe! Hilfe! Haltet ihn mir vom Leib! Hi. Ich nehme mal dein Zeug mit. Du hast ganz schön viel ergattert. Gattert. Okay, dann machen wir mal hier die Tür auf und schauen mal, was du noch dahinter hast. Das ist ja wirklich eine strange Mission. Aber ein Job ist ein Job. Aber warum wir die Hamariten jetzt helfen, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall machen die mir ja den ganzen Plan kaputt. Aber guck mal, jetzt bin ich hier drinnen reingekommen ohne Problemchen. Der Mann, steht doch nicht so im Weg. Einige Menschen in der Stadt sind reicher, als ihnen gut tut. Naja. Zum Glück haben sie ja mich. Und die Brille, die nicht was... Ja, das ist ja, wo sie hin? Ich habe sie abgelegt und sie ist verschwunden. Ach, da ist sie. Ja, wir legen dich dahin auf diesen Platz. So, und du bleibst da drinnen. Hier ist uns nichts zum Wert. Hier drinnen haben sie mich auch nicht gesehen. Klammheimlich. Hör mit ihrem Gezwitscher auf und sagen wir sie. Oh. Nee, Brot brauche ich nicht. War wohl nur der Wind. Sehr schön. Also gut, was ist das? Hat er mich gesehen? Wow! Wo kam der denn her? Oh, hier ist ein Typi. Hey, du hast da vermutlich nur der Wind. Nee, ich will keinen Apfel. Falscher Alarm. Das ist ein Adeliger. Das könnte doch einer unserer Zielobjekte sein. Noch ein bisschen mehr Loot. Oh, guck mal, wie viel Loot wir schon jetzt haben. So kriegen wir die 20.000 schnell zusammen. Okay. Seltsame Geräusche. Ich kann euch hören. Wenn es Loot da hinten. Okay, habe ich Moospfeile? Feuerpfeile, aber keine Moospfeile. Psst. Hast du das gehört? Hey, der ist nicht uns, mir ja nicht aggressiv entgegen. Oh nein, hier. Nein. Wer ist da? Hinfort mit dir, Kerl! Hier ist es, hat es eine kleine schwache Stelle. Kleinen Schattenpunkt. Nicht schon wieder. Oh, gut. Wieso sieht er mich nicht? Hast du das gehört? So. Da ist noch Loot. Hier geht's nach draußen. Okay, speichern.
hier sonst noch was? Da ist noch ein Büchlein und der Typ. Da ist noch ein Raum. Ich sag immer erst ausrauben und dann morden, weil wenn ich jetzt morde und die viel Aufsehen errege, wird es schwerer sein, das Zeug zu holen. Der geht nicht sehr weit rein. Vielleicht habe ich da auch einen kleinen toten Punkt. So. Jetzt. Ach nein, eine Bürste. Wer ist da so ein Kram? Oh, ich kann nicht hochklettern. Ich wollte auf die Kiste. Ah, hier, warte mal. Hier ist schattig. Warte mal, vielleicht ist ja der Schlüssel von dem Wachmann dafür. Wache! Wo kommst du denn her? Ich hatte ihn nicht mal gehört. Ah, jetzt hat er mich gesehen. Ich muss also auch auf das Timing von den Typen achten. So, der geht zurück, der geht vor. Und jetzt dreht er sich um. Das war relativ laut, aber okay. Kann ich den hier knacken? Warte mal, ich warte, bis die Wache da ist. Dann knall ich den ab, gucke, ob er unser Ziel ist. Ansonsten verlassen wir das Haus. Ich höre dich auf jeden Fall nicht im Nachbarraum. Ein Schürhaken. Safe. Das wird eine schöne Herausforderung. Ich soll Morde begehen und nebenbei versuchen, nicht erwischt zu werden. So ein Breitkopffeuer müsste reichen. Okay. Let's go. Fliehen wir von hier aus? Ich kann die Fenster auch öffnen. Licht aus. Licht aus. Hier kann ich mich auch verstecken. Ist er jetzt überhaupt unser Ziel? Er lebt noch. Es war Prinz Mikus. Okay. Prinz Mikus ist hier drin. Alles klar. Gut. Noch zu früh. Wie gesagt, noch viel zu früh. Ich höre Lava. Okay, das hat irgendwas geöffnet. Und ich höre einen Hamariten. Mir dünkte, ich vernehme ein Geräusch. Und das Wort, alles scheint jetzt ruhig. Wo ist der? Ist das der? Ist da wer? Oder unter mir hier. Ist noch eine Türe? Seltsame Geräusche. Wer ist da? Du hast einen großen Fehler gemacht, Schleicher. Halt. Wandelt da wer? Schnallt hier uns, Dicker. Geh mal wieder richtig hier. Halte die Augen auf. Ah. Vielleicht sollte ich den Lichtschalter benutzen. Hä? Obwohl ich das Licht ausgemacht habe, ist es hier hell. Zu den Waffen und hierher. Sehr strange. Oh, jetzt geht's hier in Minen rein. Wo ist er? Dafür wirst du bitte. Okay. Lügner mit gespaltenem Huf, flüchte vor des Hammers Ruf. Der Laut ist verklungen. Es war gewiss. Nicht schon wieder. Ist das vielleicht unser Mann? Und das gewiss war, so, war vermutlich nur der Wind. Quasi ist das vielleicht unser zweites Ziel? Nö. Hier ist aber ein Safe. Komm ich hier auch so rein? Ich sehe schon Gespenster. Ach, damit kann man die Tür öffnen. Ach, und mit dem Schalter oben habe ich die Tür hier geöffnet, vermutlich. Oh, das wird laut. Ihr schleicht doch nicht. Wandelt er wer? Warum?
Wachsamkeit ist uns in den wohl kurz eingelegt. Oh. Diese Mission hat so viel Schotter. Und was haben wir da? Cash Report. War das eben ein Laut? Ich lass mal die Tür offen. Vielleicht brauche ich den ja. Was ist das hier? Das könnte das Castle sein. Warte mal, laut Karte. Oder ein Hotel und Tempel? Ich habe keine Ahnung. Die Karte komme ich überhaupt nicht klar. Achso, ich dachte, die Kiste schwebt. Dabei war sie in so einem Karren. Das ist aber cool, so ein Karren, so eine Kiste. Noch ein bisschen Pfeile, noch ein bisschen Munition. Nein, ich brauche keine Pflaumis. Ich brauche die Pflaumis nicht. Das sieht aus wie, wie gesagt, nur war die Waffenkammerbereich. Wann kommt mein Essen? Na komm. Was ist denn mit dieser Tür los? Alter. Wow. Komm schon. Geh auf. Wehe, das ist doch nicht der Knaller da drin. Dieses Knacken ging eindeutig zu lang. Was haben wir denn hier? Ein Schlüssel. Und eine Nachricht. Motto. Here's a key that opens the castle door at the end of the catwalk. Okay, vielleicht ist das ja das Schloss von... Oh, von Waverly. Vielleicht ist ja das Schloss von unserem Matt. Hämmerchen. Da oben liegt noch was. Aber ich glaube, das sieht aus wie... Brot. Hallo, Brad. Brot ist auch da. Da steht hier Wache. Und er hat einen Käse für mich vorbereitet. Vielen Dank. Seltsamer Laut. Du hast nichts bei dir. Okay, hier oben ist dann der Bogenmann. Hast du das gesehen? Sir? Sind Sie das? Es war bestimmt nichts. Ob ich da einfach reinsliden kann? Okay. Vermutlich nur der Herr. Nee, ich glaube nicht, dass ich da so reinpasse. Nee. Okay. Aber gut, manche Wege sollte man auch nicht gehen, wenn sie nicht so vorgesehen sind. Könnte man nachher noch irgendwo feststecken und nicht mehr rauskommen. Will ich keine Wache mehr sein. Dann bin ich ein Adeliger und eine Dutzende. Ist da irgendwer? Noch mehr Pfeile. Ist ja Wahnsinn. Hast du gehört? Also das ist das Schloss anscheinend hier. Alles ruhig. Vermutlich nur daher, wenn man was überprüft. Anscheinend ist das hier nur die Außenseite. Am Ende vom Catwalk. Meinen Sie vielleicht das Ding da drüben? Ist das vielleicht das hier? Und das ist nur der Burgeingang? Muss man ja ein bisschen überlegen, was man das Ganze hat hier. Hier ist auf jeden Fall... Wow. Ah, die Hintertür. Ein Hauch von nichts. Könnte das vielleicht die Tür auch gemeint sein? Nein. Nein. Ich brauche einen Schlüssel dafür. Vor allem, da sagt er noch so schön, ach, die Hintertür, holala. Komm da hoch. Komm, das schaffst du. Ja. Wieso hat das eine Kiesdecke? Wahrscheinlich soll das wahrscheinlich Tja oder so darstellen. Das habe ich noch nie gesehen, eine Kiesdecke. Da komme ich gar nicht mit klar. Oh, da oben ist ein Eingang.
Hier könnte ich einfach reingehen. Servant Quarters. Und was ist das? Library. Aha. Ja, diese Brille. Warte mal, ich speichere mal lieber ab. Sehe ich Mama. Schon Gespenster? Es hat sich nah angehört, aber ich war mir nicht sicher, ob wirklich da oben jetzt eine Wache ist. Was war das für ein Laut? Das ist die Küche. Wo habt ihr den Käse versteckt? Okay, das... Oh ja, hier. Okay, und ist die Küche. Die Bediensteten sind hier am Machen. Das ist der Speisesaal. Ja. Okay, es macht nicht so viel Krach. Was ist das? Du All Kitchen Help. Okay. Mensch. So. Steht hier. Ist der also Mensch? Ah, gut. Wir sind auf jeden Fall bei Lord Matt im Schloss. Mit dieser Nachricht hat er sich verraten. Tretet hervor und lasst euch erkennen. Wow. Der mega, mega rumgestampft und der hat mich nicht gehört. Storeroom. Hat mich gesehen. Gut. Ich habe mich gefragt, wann er eigentlich wiederkommt. Okay, wir schauen uns erstmal an, was hier ist. Ach, das ist der Vordereingang. Der geht da hoch auf jeden Fall. Und da ist der Karras. Und dann geht er wieder runter. Okay. Wow, was machen die denn hier? Bauen die hier um? Sieht ja interessant aus. Da oben sind ja Sachen. Statuen. Ich bin neugierig. Ist da oben was? Oder ist das wirklich nur deplatziert? Was genau wird das hier? Nur eine Statuensammlung. Okay. Hier sind sogar schon welche runtergekracht. Wahrscheinlich waren die da oben. Ich hab den nicht mal gehört. Wer ist da? Wer hat das gesagt? Ich bin einfach im Mobiliar. Ich hab mir das Ganze wohl eingebildet. Hey, da will ich lang. Okay. Was haben wir hier? Oh, die Toiletten. Hä, warum ist hier ein Glas? Trinken die hier auf Toilette? Hätte zur Armee gehen sollen. Schön. Bekommt man wenigstens Ordnung. Bist du's? Ey, es ist übelst hell. Oh, die Light Brosses sind ja furchtbar. Schöne Gurken. Okay, ich hätte das Licht irgendwie so setzen müssen. Ich kann schon verstehen, warum es so hell ist. Das liegt an dem Raum hier.
Der Raum strahlt anscheinend so viel Helligkeit aus, dass der hier mit Licht reinsetzt. Also man sieht ja das Licht teilweise, aber der Boden ist halt total dunkel. Den müsste man auch mit Licht setzen. Oh, jetzt hängt der da fest, oder was? Was ist denn los? Da hinten ist Loot. Rede wert. Ah. Verdammt. Wie seid ihr hier hereingekommen? Warte mal, kann ich mit Neuladen ihn vielleicht bewegen? Nee, ich krieg ihn nicht weg. Jetzt kommst du auf einmal raus. Shitty. Warte mal, ich könnte versuchen, die Fackeln zu löschen. Klang mir irgendwie nicht nach Ratte. Okay, schauen wir mal. Es funktioniert. Dieser Heiltrank, der aufgebahrt wurde. Wir sind übrigens schon bei 10.000. Warte mal, da oben ist was. Ach, die Library, ne? Again. Again and again. Oh, oh. Hat er mich gesehen? War vermutlich nur der Wind. Natürlich war das nur der Wind. Aber hier wurde echt viel reingeschrieben. Hat da jemand was gesagt? Hier kam er her, oder? Hier sind wir reingegangen, aber es gab noch... Nächsten Mal vielleicht. Es gab noch auf der anderen Seite auch noch einen. Was? Bereich. Mach doch nicht so einen Krach, Mann. Hier sind wir runtergegangen, genau, weil wir da hinten nicht lang gehen konnten. Seltsame Geräusche. So, und jetzt geht er bei den Servants drin. Ist da jemand? Ah ne, es war nicht die Servants. Ich glaube, Diener sollen sich hier fernhalten, glaube ich, eher so, oder? Oh, das hat sich definitiv gelohnt, hier reinziehen. Was ist denn das? Schon wieder Henriette und Gertrude. Und ein Drutrop. Drutrop. Mhm. Mann, es wird immer schlimmer mit mir. Nein, ich will's nicht. Nichts zu sehen. Hier kann ich das Licht anmachen, aber warum soll ich das tun? Oh. Ja. Aber hier steht doch Servant Quarters. Library. Die andere Seite. Warte mal, da kann man das Licht ausmachen übrigens. Oh, jetzt kommt der Typ auch wieder. Das Gute ist jetzt nur, jetzt ist das Licht erst auch mal richtig aus und ich kann mich mehr verstecken. Verstecken. Da oben ist irgendwas. Ah, wahrscheinlich mal so ein anderer Weg. Okay, ich habe irgendwas geöffnet. Irgendwas Geheimes. Aber oh. Nö. Was soll ich denn mit den ständigen Heiltränken? Was willst du mit den Heiltränken? Lass mich in Ruhe mit deinen Heiltränken. Was steht denn hier? Lord and Master Karas. So, und wo ist unser Mad? Der ist ganz mad. Kein Flaumi. Kein Brot. Wir haben einen Flaumi-Liebhaber haben wir hier. Nein. Wer bewegt sich da? Hey. Der hat's nicht gehört, aber der da draußen. Ich finde den. Okay. Yes. Also ganz ehrlich, die Architektur ist sehr interessant. Hier komme ich wieder nicht rein. Warte mal. Nein.
Vielleicht hier. Ja. Sind noch viele Türen, die man nicht öffnen kann. Ob das der Seiteneingang ist? Nee, warte mal, von der Höhe würde das ja nicht hinhauen. Also jetzt hier links die Türe. Außerdem war die nicht durchsichtig. Was hat denn eine Leiter? Das widerspricht alle meine Thesen. Komm schon. Hier ist keiner. Okay, was hat der Knopf gemacht? Käse! Immer auf der Suche nach einem kleinen. Ein gutes Zeichen. Wir sind also auf der richtigen Spur. Irgendwie schade. Komm schon. Breitkopf-Pfeil. Ich habe mal ein paar Nachrichten. Und die kann ich abreißen. Shit. Okay, was ist das für ein Ort hier? Das führt zu den Baracken und hier hin und... Hä? Und aufs Dach? Oh, irgendjemand ist hier oben. Ist unser Matt hier? Ah, ein Geheimgang. Also wenn man den nicht sieht, ist die Frage nur, wo ist der Schalter? Ah, hier ist auch alles hell. Ich hatte das Gefühl, dass hinterm Banner was ist. So tief, wie das hängt. Wer ist da? Wer hat das gesagt? Ach, ein Schalter. Uah. Ich war gerade voll im... am Wegglitschen. Okay, hier haben wir noch ein paar Glücksmünzen. Und hier ist sonst nichts Belangvolles. Belang. Treasure Room. Brauchen wir dann einen Key dafür? Was passiert denn da? Und hier ist eine Wache. Ah, ich kann die Leuchtpilze ausmachen. Sehr gut. Versuch mal den aufzumachen. Bitte keinen Schlüssel suchen. Wow, er hat für den Treasure Room keinen Schlüssel. Also das hat er nicht so gesichert. Ja, wir haben immer noch den Lord nicht gefunden. Es sei denn, das ist der komische Affe dahin. Wir wissen nämlich nicht, wie er aussieht. Schick, schick, schick. Und einen Schlüssel. Elec Room, wahrscheinlich für Elektrizität. Wow, wir haben die 20.000 erreicht, Leute. Wir haben nur noch nicht, warte mal. Ich muss irgendwas anvisieren, so jetzt. Gold 6.000, Juwelen 7.000. Da brauche ich 8.000, 7.000 haben... Warte mal, 8.000 Gold, 7.000 Gems. Edelsteine haben wir genug. Und Waren 5.770. Es fehlt nur noch Gold. Goldzeug. Also keine Edelsteine, sondern wirklich hauptsächlich Gold. Null Mensch weg. Gucken, ob ich hier dran vorbeikomme. Wahrscheinlich eher nicht. Ist da irgendwer? Komm schon, du bist doch nur ein Leuchtepilz. So, jetzt. Ist das vielleicht der... Alec? Nichts Besonderes mehr da. Das hier sieht aus wie der Alec Room. Okay, warte mal. Ich will da wissen, ob man da reinkommt. Okay, damit öffnet man die Tür. Aber wie soll man denn hier reinkommen?
muss den K.O. schlagen. Glaube ich. Oder gibt es noch einen zweiten Weg hier rein? Wo ist der Lichtschalter? Eines Tages werde ich keine Wache mehr sein. Dann bin ich ein Adler und bezahle Dutzende von Wachen, damit sie Tag und Nacht nicht mehr. Und dann schleiche ich mich an sie heran und sage: Was das ist da? Electric. Im nächsten Mal viel. Laboratory Journal. Leicht. Teleporter. Interessant. Okay, okay, da dreht sich nach rechts. Hör mal. Aber ganz langsam dreht er das? Hi. Warte mal, darf ich mal hier reingehen? Okay, hier kann man... Ah, man kann hier quasi hinterrücks rein. Warte mal, ist das die Stelle, wo ich mich hoch... Es ist die Stelle, wo ich mich hochgeseilt habe. Das heißt, wir könnten von einer anderen Richtung hier reinkommen. Nee, warte mal, warte mal. Die Wache steht genau vor mir. Die Wache steht doch genau vor mir. Hey, sieh mal. Hier. Sei denn, ich krieg irgendwie den Strom aus. Da scheint nichts zu sein. Kann ich mich nicht verstecken? Abgeschlossen. Ich bin hier immer noch im Hellen. Er steht genau vor mir. Der sieht mich, oder? Hier. Ich werde mir ein Scheibchen von euch abschneiden. Hast du gehört? Okay, ah, falscher. Komm ich? Hast du was gesehen? Müsste da reinkommen können, ohne den Code schlagen zu müssen. Ich sehe schon Gespenster. Was zum? Was ist denn hier los? Okay, wir schalten jetzt mal alles aus, weil ich habe echt keine Ahnung, schon wieder, was hier los ist. Also den noch. Ist die Frage, ist es wichtig, hier rein zu müssen? Wir haben extra einen Key hier vor. Ich hör mal. Was zum der Kerl hier? Hört mir, mein Bruder. Ein Fremder ist unter uns. Schnell, Brüder, Hilfe! Brüder, zu mir! Ich werde euch zermalmen, Ausgeburt der Finsternis! Ach, dann... Okay, machen die Hebel irgendwas? Aufwachen, mein Bruder. Ach, die machen das Licht aus. Seltsame Dinge. Bleibt in meiner Nähe. Es könnte... Kommt heraus, Feigling! Es könnte irgendwas passieren. Aber wer bist du denn hier? Leiche. Hallo, Leiche. Hier haben wir Glas. Und hier ist irgendwas Kapuzki. Okay, egal was die hier machen. Es ist total unrelevant. Der gesamte Bereich hier... Warte mal. Wir sollen doch den Generator... und die Partikelpower deaktivieren. Okay, hier kommen wir nicht rein. Nicht mal mit dem Key. Seltsam. Wobei, das sieht für mich nicht nach einer Energie. Das sieht aus für mich eine Folterkammer. Nicht nach irgendwie ein Energieding. Warte, was steht denn hier drin? Was? Okay, wir laden nochmal neu. Diesen Ort suchen wir jetzt erstmal nicht auf, da ich nicht weiß, in welcher Form ich da hier hin muss. Werde ich bestimmt noch rausfinden. So, wo geht jetzt eigentlich die Wache, meine ich, hinten hin lang?
Kätzchen, du bist... Was geht hier vor? Hier schleicht ein Eindringling rum. Du bist ertappt, Dieb. Ach, ist das die... Das ist die Tür, die ich nie aufbekommen habe. Ich finde dich schon noch. Es ist einfach leer. Es ist einfach leer. So. Was war eigentlich noch hier oben? Okay, die Wache kommt ja gleich wieder hoch. Dann jumpen wir nach oben. Und schauen mal, was es um die Ecke gibt. Das ist ja wirklich sehr strange Mission. Hi. Leuchtebilz. Ach, das ist das? Das ist der Weg. Hä? Es ist alles so komisch miteinander verknüpft. Okay. Ich habe immer noch nicht Lord Mac gefunden. Hui. Na gut, dann kann ich mir das auch sparen, diesen Weg. Ich hab nur lange nicht mehr gegessen. Hä? Wieso ist die Tür zu? Haben wir die nicht erst aufgemacht? Mit einem Schalter vielleicht? Wir haben die Tür doch aufgemacht. Irgendwie. Was war das? Oh, der Typ kommt wieder. Oh, der kommt hier rein. So, das ist der Raum. Okay, dann gehen wir nochmal da lang. Da war nämlich noch eine Tür, die ich nicht aufbekommen habe. Lasst euch erkennen. Glaubt ihr, ich sehe euch nicht? Ich bin doch nicht blind. Ich bin blind. Ach, hier ist noch ein Bogenmann. Ich habe einen verdammten Hunger. Ich habe schon so lange nichts mehr gegessen, seit dem Frühstück. Wer macht denn hier solchen Lärm? Es gibt einfach keine Vögel mehr. Okay, der hat sich schnell beruhigt. Finde ich gut. Was ist das da oben? Ach, das Elektro-Scheißraum. Und das ist hier die Library und der andere Raum. Hier schleicht doch nicht etwa ein Fremder rum. Ich habe genug. Das war sehr unüberlegt von mir. Ich gebe das zu. Also im Grunde, wir müssen immer noch den Saft stehlen. Ich weiß nicht, wo der sich befinden soll. Was war das? Weil wir haben sehr viel Saft gefunden, aber nicht den Saft, den... Du hast einen großen... Ach Gottchen. Okay, es hat geklappt. Das hat auch geklappt. Da ist nichts mehr. Hä? Nichts Besonderes mehr da und dann sucht er nach irgendwas. Ah, hier kann man sich verstecken. Ich bin doch das Licht aus einfach ausmachen. Vielleicht wäre das besser. Ja, vielleicht einfacher. So, was genau war das nochmal hier? Storeroom. Storeroom. Seltsamer Laut. Vielleicht waren wir sogar schon auf der anderen Seite. Alter. So ganz nah an mir vorbeigestriftet und mit der Hand über meinen Rücken gestreichelt. Geht nach unten. Teilweise hört man sie ja nicht, wenn sie in die nächste Brush-Zone ansetzen. Serviert. Ja. Damit habe ich die Wasserpfeiler... Oh nein, ich will keine Gaspfeiler. Ich will keine Gasheile. Spachtel. Ist das ein Affenkopf? Ja, das ist der berühmte Affenkopf. Hier können wir doch mal das Licht nochmal anmachen. Die kann ich alle mitnehmen, die Sachen, aber... Hallo? Voll Psycho, das Ding.
Oh. Ich glaube, die Gasfeile werde ich nie. Die Gasminen werde ich nie benötigen. Ich benutze auch nie Gasminen. So, hier ist der Vordereingang. Und dann kommt man hier. Quasi das war der Vordereingang. Tja, ich bin aber immer noch nicht schlauer geworden. Wo jetzt sich Lord Matt befinden soll. Da oben ist nur dieser Raum. Diese Elektrizität. Sein Lord Matt sieht nicht aus wie ein normaler Adliger. Ich hab was gehört. Hä? Ich höre doch jemanden hier rumhüsteln. Achso, das muss die Küche sein unter mir. Die Küche ist auch nicht Lord Matt. Ah, jetzt sehe ich den Raum endlich mal. Ja? Wer ist da? Das ist auch nicht Lord Matt. Verdammt. So, hier sind wir reingekommen. Hier waren wir noch nicht. Okay, was ist das hier? Kann ich hier... Könnte das die Seiteneingangstür sein? Ja, es ist die Seiteneingangstür, die sie gemeint hat. Nein, ich brauche den Schlüssel dann nicht mehr. Quasi, das wäre unser Weg gewesen. Jetzt sind wir wieder auf den Streets. Sozusagen Streets. Ach, denn ist da, wo ich das Licht ausmachen kann, wo es nichts bringt. Und da drüben geht's in die Minen. Oh, jetzt. Dritten Mal in dieser Schicht. Sind wohl die Nerven. Gehen wir mal nach unten. Gucken uns mal hier um. Weil, Fun. Oh, das hier sieht nach Power Generators aus. Ein Geräusch. Ich bin mir dessen sicher wie der Erbauer selbst. Wenn mich nicht alles täuscht, sind das Schalter. Boah, sind die laut. Das laut. Die Frage ist jetzt, die ich mir stelle, bringt es etwas? Oh, was ist denn hier los? Bringt es etwas, die... Sieht ein bisschen seltsam aus hier. Richtig seltsam. Wo ist das denn? Ist das nicht hinter Glas und ich habe das jetzt einfach durchs Glas gestohlen? Ah, immer noch nicht genug Gold. Es hat zu viel andere Waren wert gehabt. Kein Gold wert. Finde ich übrigens eine coole Idee mit dem, dass es mal dass es was anderes ist, als nur einen bestimmten Loot-Ziel zu stehlen. Sondern auch, den nach den Werten zu gehen. So, ich hau die jetzt mal zu Klump. Weil ich glaube, ich komme nicht hinter die Generatoren, ohne dass die mich sehen, oder? Okay, es hat funktioniert. Ob das bei den anderen auch geht. Es wird ein bisschen leiser auf jeden Fall. Okay, hier ist nichts. Hier ist verschlossen. Diese schmutzige und unheilvolle Brut. Kann man sich verstecken. Theoretisch hat es geklappt.
Nur der eine ist aufgemuckt, weil ich einen ganz kleinen Krach gemacht habe. Jetzt läuft er da rein. Na komm, wir gehen mal rein. Warning, the two generators in this room serve the master and his work directly. Anyone but shutting them off will be subject to torture. Even if all... Okay, wie schalte ich das Ding aus? Was? Wo kommst denn die Wache her? Wo kommt denn die Wache her? Ich muss, darf das nicht vorher öffnen. Ist auch schön, dass der eingesperrt wird. Sehr schön. Gott, wie macht man das Ding aus? Das war wohl nichts. Oh. Okay, sind jetzt alle ausgeschaltet, aber hier, guck mal, es ist immer noch nicht in the Particle Power. Was ist denn das Particle Power Ding? Oh, hier ist ein Schlüssel. Side Door Key. Vielleicht die Tür da hinten? Ich kann das Ding gerade nicht mehr schließen, okay. Oh, mein Ohr trommeln. Jetzt ist es schöner. Jetzt ist es geil. Ah, ich glaube, das Side-Door-Key ist nur, um wieder rauszukommen. Der Kolben, verbunden mit der Spiralklappe. Die Spiralklappe, verbunden mit dem Zahnrad. Was? Das Zahnrad, verbunden mit dem Dampfkissen. Oh, okay. Die Worte des Großen. Gelobt sei der. Okay. Das war die Tür, die wir von oben gesehen haben. Okay. Das ist nur eins von dem, was ich vielleicht ausschalten soll. Vielleicht muss ich jetzt das bei Lord so und so ausschalten. Hier waren wir. Da hätten wir auch reingehen können. Es gibt so viele verdammte Wege. 1000 zu 1, dass das der richtige Weg ist. Hä? Ich brauche einen Schlüssel. Ach so, Alec Room Key. Aber wohin? Wo soll dieser Raum hier führen? Bestimmt nicht. Das ist nicht Side Door. Das hat bestimmt nichts mit dem Ding zu tun. Nein, ich werde den Schlüssel nicht mehr aufheben. Okay, wir schauen uns hier nochmal ein bisschen um. So groß kann das doch gar nicht sein. Ach, hier war das Ding. Hier war das Kraftwerk. Hier ist die Burg. Gehen wir nochmal zurück. Hier bin ich rausgejumpt, wa? Nee, hier war der... Halt! Wandel der Wind. Hier war der Mechanist. War vermutlich nur der Wind. Oben bin ich reingekommen. Gebt euch zu erkennen. Ist da jemand? Licht aus. Ach, jetzt sind wir hier. So, was ist denn hier los? Badehaus oder... Okay. Random. Hier haben wir ein paar Kisten. War auch nicht das, was ich... Ah, hier ist unser potenzielles Opfer, was ich noch abschießen muss. Oh, da ist der Typi. Ach, Brot. War wohl nur der Wind. Jo. Ah, hier hat mich die eine Wache angegriffen. Das habe ich gehört. Ich glaube, ich soll nicht auf die Kiste gehen. Ich glaube, ich soll hier runter. Vorsichtig.
Es war bestimmt nichts. Ach, der ist auch noch so tonlos. Warte mal, wir machen das Licht aus. Okay, was bewachst du hier, mein Freund? Hier geht's oh Gott, hier geht's um die Ecke. Was haben wir denn hier? Was ist denn das? Hier waren wir noch nicht, oder? Hä? Hä? Da müssen wir schon mal gewesen sein. Ach so, das ist... Ihr habt euch selbst verraten. Hier sind wir reingekommen. Hier war der große Angriff. Der Koch hat für uns heute einen Topf. Aber ich war in dem Gebäude noch nicht drin, glaube ich. Achso, jetzt will ich wissen, was der bewacht. Ob es sich lohnt. So. Ein Hebel. Was hat der gemacht? Was hat der Hebel gemacht? Der wird doch bestimmt irgendwas geöffnet haben. Ich mag es, du legst dich mit dem Falschen an, Dieb. Wo ist das Tor eigentlich? Ah, hier sind wir reingekommen. Hier ist auch wieder ein Energiegenerator. War wohl nur der Wind. Das ist random. Warte mal, da, das Tor ist jetzt offen. Hier war das Tor. Hier war das Tor. Das habe ich jetzt gerade mit dem Hebel geöffnet. Aber das bringt mir alles nichts, weil hier hinten ist nichts. Es ist also Quatsch. Es ist also Quatsch. Okay, versuchen wir da wieder reinzukommen. Ratte. Oh shit. Bis jetzt hat irgendwie nur einer gehört. Ich finde dich. Nur kann. Okay, hat sich wieder beruhigt. Vermutlich nur der Herr, der irgendwas überprüft. Wisst ihr was? Wir machen jetzt mal das Licht aus. Seltsam mal aus. Wer ist da? Wer hat das gesagt? Was ist das denn? Guardlock. Guardlock und dann ist das ein Hammeritenbuch. Oh shit. Ich habe irgendwas Besonderes. Naja, steht nur die Wache rum. Ist einfach nur ein Wachposten. Jetzt kann ich das Event triggern. Von den. Könnten wir hier drüben noch einige Fackeln haben? Ich suche hier. Da ist jemand. Ich glaube, da ist jemand. Komm sofort zurück. Keine Sorge. Ich so, jetzt mache ich das Licht an, dann geht der große Kampf los. Den die Hammeriten verlieren werden. Ich sollte mich beeilen. Wobei die Chance ist 50-50. Es kann doch sein, dass die Hammeriten gewinnen, aber was ist mir lieber, die Hammeriten oder die Wachen? Locken wir doch den Kampf zu den Hammeriten. Attacke. So, jetzt geht's ab. Sagst du das auch? Was ist das? So als sehe ich. Ein Eindruck kommt der Zerbaus. Was sind das für Hammeriten? Na endlich. Na gut, die Hammeriten sind langsamer. Kommt schon, ihr seid Hammeriten. Ihr müsst mehr Damage machen. Oh, die tanzen. La 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 la. Oh, die verlieren. Was seid ihr für Hammeriten?
Jetzt kann ich jetzt hier noch das Zeug stehlen. Ich kriege ja hier meinen restlichen Gold zusammen. Gut, Statuen ist wieder Waren. Masken ist kein... Das könnte Gold geben. Gibt das Gold? Nee, es gibt nur Waren. Und was gibt das hier? Es gibt auch nur Waren. Du hast da nichts drin. Aber diese blöden Wachen. Und dass nur die Hammeriten nicht richtig kämpfen können. Verlässt man sie. Hat er mich jetzt gesehen? Ich verschwinde nach oben. Warte mal. Warte nur, elender Bastard! Warte nur! Schnell das Tor zumachen. Hey, ich kann die einsperren, oder? Warte mal, ich bin schon sehr nahe, Schleicher. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Wachen! Verstärkung! Die sie mir vom Leib halte. Die können jetzt hier nicht weg. Ich hole mir jetzt den. Den Schalter. Mach den quasi nochmal an. Sei verflucht! Schnappen wir uns den! Oh, hier ist ja noch mehr. Ach, man kann hier hochgehen, okay. Okay. Ich hatte fast gedacht, ich schaff das nicht. Du hast es so gewollt. Nun wirst du für alles bezahlen. Oh Gott, das sind sehr viele, Oh nein, nein. Schnappt ihn euch. Der Schlacht wird dir noch vergehen. Schnell, das Tor zumachen und klappe die erste. Oh ne, eine Wache. Eine Wache habe ich nicht gekriegt. Ah, die restlichen haben mich alle eingesperrt. Das war deine letzte Chance. Das war. Ich mag es nicht, wenn da jemand herumschleicht. Was ist denn das hier? Hier ist ja noch mehr. War wohl doch nicht. Wäre doch gelacht, wenn ich hier nichts finde. Da, das stimmt, Gabe. Daran habe ich jetzt auch gerade so gedacht. Okay, wir haben hier mehrere kleine Räumchen. Das gibt Geld, Gold. Das sind Goldmünzen. Ein Käse. Okay. Anstrengend, die Mission. Hätte ich nicht gedacht. Was ist da los? Und die Goldflasche hat noch ein bisschen was hier im Ohr. Trotzdem noch so viel. Wir brauchen 8000 in Gold. 8000! Aber hier gibt es echt mehr Loot als überhaupt. So, dann machen wir mal das Türchen hier auf. Okay, haben die den Schlüssel dafür? Ja, den Schlüssel. Danke. Lord Mads Cottage Key. Das hat er auch hier. Ist das Lord Mad? Habt euch selbst raus, ich habe euch gehört. Oh, der hält ihren Spaß aus. Na komm schon. Der ist schon vorgewarnt gewesen. Seid ihr? Was ist hier los? Keine Sorge. Das war Lord Matt. Es wird immer noch der Juice und das restliche Loot. Und die Generator muss ich auch noch killen. Uiuiui. Okay, also. Wie kriege ich den am besten platt? Am besten eigentlich ein Backstep. Am besten ist immer ein Backstep. Moment, wo ist meine Speicherfunktion?
Okay, wir löschen auch das Licht dahinter. Dann machen wir die Tür zu. Sieht er mich jetzt hier? Das war's dann wohl, Schleicher. Oh Gott. Grinse, solange du noch kannst, Kumpel. Jetzt gehörst du. Oh, der hat auf jeden Fall auch Zeug hier drin. Wir haben den Schrei gehört, aber wir haben das Loot-Ziel erreicht. Ich will aber gerne noch die Kiste klauen. So, jetzt muss ich noch den anderen Typen killen. Und die Generatoren muss ich irgendwie ausschalten. Aber wahrscheinlich ist dieser Partikel-Power-Teil ist bestimmt das Ding, was bei Lord Matt drin ist. Okay. Haben sie es aufgegeben? Hier ist auch noch Loot. Hat der einen Schlüssel? Nee. Sein Diary? Da war ein Schlüssel. Okay, dann müssten wir jetzt hier alles haben. Und raus hier. Und schöne Käse noch hinterlassen. Das war der Käsemörder. Der war so käsig. Bußpfeil. Und noch eine Flasche. Hier ist ja auch noch ein Raum. Da gehen wir mal rein. Was haben wir denn hier? Ach, hier kommt man gar nicht weiter. Ist nur einfach ein Raum zum Ausrüsten. Ach, das ist die andere Wache. Jetzt steht die hier rum. Hi. Ich bin der Gareth. Was ist denn hier drin? Och nö. Warte mal, ich konnte was sehen. Ich konnte was greifen. Mit meinen mega langen Affenarm. Und die Schüssel. Wieder ein kleiner Shop. Obwohl, man hätte auch hier reingekonnt. Ganz ehrlich. Als wenn das jetzt nicht möglich gewesen wäre. Weapon Shop Room. Key in dem Fall. Hat mich nicht gehört. Sehr schön. Wer da? Shit. Ich wollte hochklettern und wieder abdampfen. Das hat nicht so geklappt, wie ich wollte. Ich höre euch dort. Ich höre euch dort. Okay, wir müssen einen anderen Weg nehmen. Hier wird es laut sein, wenn ich darüber jumpe. Da hinten komme ich aber nicht mehr zurück. Ich könnte höchstens versuchen, da jetzt schnell drüber zu springen. Aber dann bin ich in seiner Sichtweite. Okay, warte mal. Ich sperre dich auch ein. Oh, ich krieg die Tür ja nicht mehr auf. Achso, ich muss sie nochmal drücken.
Wo ist er denn jetzt hin? Hey du Sacknase. Hier bin ich. Tretet hervor und jetzt wird's lustig. Sacknase nannte ich ihn. Nun rollen Köpfe. Ah, scheiße. Ach, weißt du was, wegen den einen. Das nervt aber ganz schön. Wie viele Bußpfeile habe ich denn? 3. So kann ich draufspringen, ohne dass er mich hört. Aber er wird mich sehen. Wer ist das da? Gut. Ich konnte auf jeden Fall so ein bisschen entkommen. So, jetzt ist das Ding da, aber das andere ist noch zu, war. Weil ich den Hebel nicht aktiviert habe, genau. Aber er sagt, ich muss hier unbedingt rein. Aber hier ist doch nichts außer paar... Ja, Generatoren, aber... Hier ist kein Schalter, oder soll ich die zerstören? Er sagt ja, ich soll sie killen. Habe ich überhaupt irgendwas? Naja, Feuerpfeil hätte ich. Das ist zu primitiv. Das ist zu primitiv. Oh shit. Achso, den anderen Typen muss ich noch killen. Den könnte ich von hier... Oh. Hier unten ist noch ein bisschen mehr, wie es scheint. Jetzt könnte ich hier einen richtig schönen Stealth-Shot machen. Ja, das gerade kommt so und dann... Zack. Das passt perfekte Verbrechen. Okay, gut. Damit bleiben jetzt nur noch zwei Sachen zu erledigen. Einmal den Saft von Karras stehlen. Wobei, es gibt ein einziges Bild von Karras und das befindet sich bei Lord Matt. Also wird auch irgendwo vielleicht der Saft sein. Oh, das hat irgendwas mit der Maschine oben zu tun, was wir noch nicht alles geöffnet haben. Und die Generatoren und den Partikelpower muss ich deaktivieren. Und dann, das war's. Aber das, glaube ich, werde ich erstmal selber herausfinden, dass wir hier nicht Ewigkeiten rumlaufen. Deswegen gibt es einen kleinen Cut und wir sehen uns gleich bei Lord Matt wieder. Bis gleich. Verdammten Hunger. Ich hab schon so lange nichts mehr. So, da sind wir wieder zurück. Und es gibt wirklich nur drei Wege, um hier hineinzugehen. Alles hier ist ruhig. Hier in diesen Elektro-Room, wie ich schon vermutet habe, es sind diese Power-Partikel, die wir ausschalten können. Und, ja. Da, das ist alles, was wir machen müssen, ist hier drinnen. In diesem Bereich. Ja, also das Problem ist, ich kann hier nicht ohne K.O.s rein. Ich brauche einen Unsichtbarkeitstrank und den habe ich nicht. Deswegen, allein schon, dass ich die zwei, die muss ich ausschalten. Ich könnte höchstens versuchen, den rechten auszuschalten und dann reinzulaufen. Aber sobald da drinnen Alarm ist, wird der hier auch aufmerksam. Bedeutet, wir kommen nicht dran. Was ist da? Wir kommen nicht drum herum. Wenigstens habe ich noch den Taschendiebstahl. Ich sehe schon. So, ich nehme ihn mit. Gleich mal verstecken. Weil hier wäre es nützlich gewesen, einen Unsichtbarkeitstank zu haben. Um das Ganze auch anders zu lösen. So, speichern. Ansonsten gibt es ganz... Oh, Tür brauchen muss. Obwohl, die Tür kann ich zumachen, weil theoretisch muss ich hier nicht mehr raus. Warum, werdet ihr sehen. Weil wir haben einen Transporter hier. Also einen Teleporter. Teleporter. Ja, und da kommen wir noch rein. Jetzt müssen wir erstmal hier rein. Speichern. Ich bin nicht taub. Peter! So. Komm schon, komm schon, komm schon. Mach nur einen kleinen Fehler. Wenn ich euch finde, werde ich euch zerquetschen. Im Grunde muss ich ja nur zwei Wachen hier ausschalten. Die, ja, der Mechanisten und die den Ape-Man, an denen sie experimentieren, der ist egal. Hey, fast irgendein Kerl. Ich bin bereit. Bereit zum Kampf. Was zum... Kommt heraus, egal wo ihr seid. Schade, den Taschendiebstahl krieg ich nicht mehr hin. Einer unserer Brüder starb durch feige Mörderhand. So. Alle ausgeschaltet. So, und hier haben wir den Schlüssel. Den kann ich hier auch durchgreifen.
Also ich könnte auch die Schatten. So, warte mal. Ich schließe mich mal wieder ein. So. Gut, damit habe ich jetzt nochmal 2 KOs gemacht. Sind wir bei 4. Und wir haben einen Labkey fürs Laboratorium. Und hier ist mir so eine Kleinigkeit aufgefallen. Und zwar... die bekämpfen sich gegenseitig, was ich nicht verstehe. Und der Schlüssel für den Käfig ist hier in diesen Dingern drin. Man kann aber alles rausgreifen aus diesen Teilen. Aber wir können auch was ganz anderes machen. Wir können auch... einfach hinschleichen. Ich weiß nicht, ob man es knacken kann. Habe ich noch nicht getestet. Ne, kann man gar nicht. Okay, wie soll man denn dann da reinkommen? Es ist echt... kein Oschi mehr da. Weil man kann zum Beispiel jetzt hier auch einfach rausgreifen aus diesem Teil. So, der Schlüssel befindet sich, glaube ich, hier war der Goldschädel, hier war eine Nachricht. Da drinnen. Oh shit. Nee, hier. Hat er mich gesehen? Jo, lauschis auf. Okay, das ist jetzt aggressiv. Oder? Muss mich getäuscht haben. Oh, Mensch, weg. Ja, die sind gar nicht abgeschlossen. Ach nee, der ist nur für den Cage da hinten. Die Dinger sind schon. Okay, warte mal, Maus, ganz einfach. Ich versuche die mal nicht zu bekämpfen. Wir knallen jetzt hier einfach mal einen Blitzbombe rein. Oh shit. Warte mal, kann ich hier einfach ran? Aber an den Schlüssel komme ich wahrscheinlich nicht. Ich schnell bin, vielleicht. Heraus, du Dummatsch. Nochmal. Oh, das gibt's doch nicht. Ich war so gut. Und dann hat er mich doch noch erwischt. Komm noch mal. Zack. Jo, wir kriechen da herum. Noch mal. Was, der kann mich abschießen? Er kommt hier nicht raus. Machen wir einen extra Safe. So, das ist übrigens Karas Mixtur. Also sein Saft. Und damit haben wir alle Ziele erfüllt. Hier ist noch ein Goldschädel, der hat aber absolut keine Relevanz. Steht einfach nur, dass es ein Goldschädel ist. Und hier haben wir noch eine kleine Nachricht. Eigentlich haben die sich das letzte Mal bekämpft. Keine Ahnung, was da los war. Jetzt auf einmal. Ach, jetzt. Ach, er hat einen umgebracht. Sehr schön, danke. Die mögen sich anscheinend doch nicht. Und hier haben wir eine Nachricht vom Autor. Hey, you are almost at the end. Thank you for playing my first mission. I hope you enjoyed playing it as much as I enjoyed making it. Don't make crashes aside. Look for another mission soon. BBBB, den kennen wir doch. Und da wissen wir, wer es verbrochen hat. So, wir haben übrigens bei den Typis da hinten noch was ganz Nettes bekommen. Ach ja, übrigens, für deine Mühe kriegst du noch ein Käse. So. Wir haben hier noch einen Schlüssel bekommen, und zwar den Teleporter-Key. Und damit können wir die Mission... Ich sollte verschwinden. Ben. Weil wir werden genau zum Start wieder zurück teleportiert. Ja. Ja, und das war Lord Matt. Hier nochmal zu zeigen, es gab keine Secrets, obwohl es Steve 2 war. Wir mussten 5 KOs machen, einen Meuchelmord. Das war unser, eigentlich sind 2 Tote gewesen, weil der Meuchelmord war der hinten mit dem Schwert auf Lord Matt.
Und das andere war mit einem Breitkopfpfeil aus dem Schatten an den Miko war es, glaube ich. Genau. So. Körper wurden leider entdeckt. Das war ja jetzt zum Schluss. Und 7 von 11 Taschendiebstähle, darunter war jetzt ein Pfeil dabei. Und ansonsten kann auch gut sein, dass es irgendwo noch was gab. Aber ihr seht, es gab reichlich Loot in dieser Mission. Also ich glaube, das Loot-Ziel nicht zu erreichen ist vollkommen unmöglich. Ihr seht, man sammelt nichts von dem Ganzen ein. Aber ja, was soll ich groß sagen? Das war seine erste Mission von BBB. Der hatte ja schon, wir hatten ja schon einige Missionen von ihm gespielt und das war seine allererste. Und die war jetzt nicht so scheiße, wie es erst den Anschein hatte. Es war ein bisschen seltsam, gerade mit den Amariten gegen die Wachen. Und auch so, dass ich habe auch nicht verstanden, warum wir jetzt den Generator ausgeschaltet haben. Hatte irgendwas mit der Story wahrscheinlich zu tun gehabt. Und genauso wie den Saft von Garrett, Saft von Karras. Das ist ein bisschen zweideutig. Keine Ahnung, ich fand es ein bisschen weird. Jedenfalls, die habe ich so nicht ganz verstanden, die zwei Sachen. Aber ansonsten hier mit den Lords und so, dass man die ausschalten kann, weil die mit Karras im Bunde sind und die könnten Gefahr bedeuten. Und ja, gehe ich mit. War lustig, wie gesagt, es war ganz lustige Mission, auch ein bisschen das rauszufinden. Wenn ich Verbesserungsvorschläge hätte, ich würde, wie gesagt, die Stadt würde ich nochmal ein bisschen umgestalten, vielleicht mal das mit den Hameriten weglassen komplett, weniger Wachen, einfach nur mehr Patrouillen, die durch die Städte laufen, hat man ja gesehen, es war ein bisschen da mal einen hingestellt, würde das quasi, wenn man das remastern würde, also remaken müsste man es nicht remastern, wenn man es remaken würde, dann würde ich, mehr Patrouillen, die durch die Stadt laufen und mehr auch mal so normale Gebäude, weil es war nur ein einziges anderes Gebäude da von so einem Typen, der irgendwie sehr reich war mit seinem Casino da, was der da drin hatte und ansonsten hattest du eigentlich, achso und dann nach hinten noch so dieser ganz kleine da, der kleine Laden mit den Masken, aber da würde ich auch nicht so viel Loot einbauen, also ich würde einfach sagen, machen wir auf 20.000, 2.000, wäre perfekt und dann weniger Loot einbauen, vielleicht mehr Loot im Anwesen oder so und dann trotzdem das Ziel mit dem, wie gesagt, das hat mir sehr gefallen mit diesen, dass man Goldwert sammeln musste, bestimmte Edelsteinsorte, aber letztendlich greift man sowieso alles, also ich glaube, wäre besser gewesen, wenn der Lootwert nicht so hoch gewesen wäre, sondern einfach nur sagen, wir brauchen ja so viel Gold, so viele Edelsteine, wie bei Trauzeuge. Wie gesagt, schade, dass sowas nie wieder aufgegriffen wurde. Seit Trauzeuge war der einzigste Mission, worauf Experte gesagt wurde, hier, so und so viel muss es sein. Das wurde sonst nie wieder aufgegriffen. Hier wurde mal eine Fan-Mission genommen, die genau das wieder aufgegriffen hat. Gut, jetzt habe ich lange genug gelabert. Eigentlich möchte ich es ungern bewerten, weil die Wertung ist ziemlich weit unten. Aber wie gesagt, für die Idee mit den Edelsteinen und so und trotzdem mir noch Spaß gemacht hat, gebe ich es 2 von 5 seltsamen Generatoren. Ja, das war Lord Matt. Ich verabschiede mich von euch und wir sehen uns in der nächsten Seafan-Spiel. Macht's gut. Tschüss.